Und damit hey ho und let's go mit Rise of the Tomb Raider. Was ist hier passiert? Das war ausnahmsweise nicht ich. War das wieder Konstantin, der verrückt gespielt hat? Oh, Laptops, stimmt. Sowas gibt's auch noch. Steuerung mal wieder lernen. Schon eine lange Zeit für mich her. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Na dann kein Wunder, dass er so krank wurde. So, wie schlag ich denn nochmal? Ah ja. Sehr gut. Herausforderung ist damit abgeschlossen. Sehr schön. Ich hatte nämlich immer Angst, dass ich eins verpasse. So, schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas zum Plündern? Du ja, sonst hier nichts. Die Computer sind unwichtig. Jetzt muss ich auch nicht mehr auf die Laptops achten. Ah, ich bin mal voll. Jacob, auch mal was Neues. Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Na toll, ist es jetzt gut oder schlecht, dass er nicht antwortet? Kann ich vielleicht irgendwas herstellen? Ich habe nur Gift und die sind auch relativ voll, also... Gott, dann bin ich ausnahmsweise gut gerüstet. Alles nachgeladen? Der Kampf davor war ja nicht gerade... sehr... munitionsarm. Schön umgucken, ich will nichts verpassen. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Super. Sehr schön. Aber auch sowas gehört zur Geschichte. Sind auch Artefakte. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. So, ja, Züge sind schon mal hier. Ich höre jemanden. Warst du das? Ich denke nicht. Nochmal kurz umgucken. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hilf mir! Da drüben kommt er raus! Achtung! Ah! Na toll, jetzt darf ich auch noch gegen einen ganzen Heli kämpfen. Sag mir doch, dass die Steuerung mir gehört. Ja, übertreib! Toll. Dagegen konnten sie zwar nichts tun, dass wir springen, aber naja, geht's mir jetzt so viel besser. Schneller! Ich habe jetzt ja nicht nur mit dem Schwimmen. Gib Gas! Gib Gas! Ich will nicht sterben! Nicht schon wieder! Ah.
dieser Haley will einfach nicht aufhören. Was muss ich denn noch alles tun? Weg hier, Lau. Wir sind doch hier nicht bei Just Cause, wo du rumballern kannst, wie du willst. Weg, 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 weg. Schneller, schneller. Weg hier! Voll unfair, ich will auch eine Heli! Ich komme aber auch gut ohne da. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg.
Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Na, vielleicht werden wir doch noch Freunde. So, zeig mal. Jetzt hätte ich es lieber nicht gesehen. Ist doch ein bisschen viel. Okay, weg damit. Gibt es hier irgendetwas? Eigentlich schon ein ganz schöner Raum. Ist das eins von früher? Von den Sowjets? Ich denke nämlich nicht. Das ist so sehr provisorisch. Das hat er nicht jetzt gebaut, in 2 Minuten. Oder wie auch immer. Wie lange wir auch immer bewusstlos waren, aber es hat er nicht auf sich schneller gemacht. Allein der Ofen. Das geht nichts. Na gut, zeig mal her. Will uns wieder jemand erschießen? Oder lassen Sie uns mal in Ruhe? Oh, ich höre schon was. Ich habe Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Oh, ein Wolf ist auch da. Ist natürlich immer gefährlich. Die habe ich ja vorhin gehört. Und jetzt... Ah! Nein, jetzt bewegen sie sich zu sehr. Ja, hoch kommt ihr nicht. Naja, ihr kommt nicht hoch. Ja, würde ich mal sagen, gehe ich einfach den empfohlenen Weg entlang. Ja, du kannst runterrutschen. Kein Problem. Oh, schon wieder optionale Missionen? Oder ist es derselbe Typ? Ich gehöre zu Jacob. Okay. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, klar. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. So, was ist da hinten? Wie komme ich da aber intelligent hin? Okay, ich muss mich erst orientieren. Den Bereich kennen wir ja. Ich muss aber nochmal checken, wo wir jetzt stehen. Die Karte allein hilft mir dafür nicht. Ich muss jetzt mal irgendwie nach links kommen und aufpassen, dass hier keine Idioten rumlaufen. Und Fallen, natürlich muss ich aufpassen. Die Fallen haben es nicht umsonst. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Das hier ist das Sägewerk schon. Oh Gott, dann komme ich ja gar nicht gescheit. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. Ich sehe was Interessantes. Hat das damit zu tun? Nee, ich denke mal. Ja, da. Ich habe dich gesehen. Was habe ich den Bogen benutzt? Kann sie mich trotzdem erwischen? Na komm. Vielleicht kriege ich dich dennoch. Wo ist er? Wo ist er? War noch da. Okay, wie viele von denen gibt es hier? Das wird mir irgendwie durch die Mission angezeigt, wenn hier Ruhe ist. Seht ihr jemanden? Ich nicht. Aber leider sehr offenes Feld. Oh nein, die können ja noch höher sein, gell?
Weiß ich jetzt mittlerweile, wie man das aufmacht. Noch nicht, gell? Und auf diese blöden Fallen muss ich aufpassen. Wo seid ihr, Deppen? Lara sagt, es ist nix ruhig. Na komm, ich will mich um die Wölfe eigentlich kümmern. Ich konnte aber halt nicht dran vorbeispazieren. Wo denn? Wie kriege ich das nochmal auf? Jetzt habe ich doch eine andere Waffe. Das MG hatte ich nicht, aber ne. Hat mich auch gewundert. Turm ist auch keiner. Irgendwo ist jemand. Toll. Ich konnte mich hier nicht entscheiden, wohin. Ich kann natürlich Krach machen. Dann finde ich sie zu 100%. Okay, das war's. Sie muss sich noch hier drin verstecken. Wer sie? Den Verbliebenen? Ach du Scheibe, jetzt sind mehr davon geworden. Soweit ich weiß, ist das aber der DLC, oder? Hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Das ist der DLC und ich denke, ich weiß nicht, ob man den zu dem Zeitpunkt machen soll, kann, etc. Blut, sie ist verletzt. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt man den machen soll. Also das hier kann ich ja schon mal machen. Selbst wenn das der DLC ist. Macht ja nichts. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube... Er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Okay, vorerst nicht. Tut mir leid, es geht ihm bestimmt gut. Aber ich kann gerade nicht helfen. Ich verstehe. Ich werde ihm folgen, sobald ich meine Wunde verbunden habe. Ja, du wirst schon hierbleiben. So, mindestens habe ich hier Ruhe. So, ist hier noch irgendetwas? Ne, ich bin ja auch relativ voll sowieso. Ich hätte im Lager ein bisschen mich aufrüsten sollen. Es dauert leider immer ein bisschen. Ich habe Angst, wenn ich da 100 Jahre durchgucke, euch immer zu langweilen. Wo waren die blöden Wölfe? Ah, habe ich das schon gelesen? Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf eine Stufe 3. Aber ich verstehe es nicht genau. Okay, normalerweise prüfe ich alles gut nach. Die waren hier ursprünglich. Vielleicht sind sie jetzt rein in die Höhle. Für den mache ich gerne die optionale Mission. Da sehe ich schon wieder das blöde Busch, das ich nicht öffnen kann. Oh, ich muss die aber zuerst sehen. Wenn die mich zuerst sehen, habe ich ein Problem. Was für eine Herausforderung, was? Alles mit den Höhlen? Seht ihr Wölfe? Nein, falsch. Ich bin doch hier richtig, ja, ja. Ich habe wie gesagt Angst, wenn die mich zuerst erwischen, habe ich ein Problem. Und Licht habe ich nicht besonders viel. Nicht da! Ah, scheiße! Mann! Verreck endlich blöd viel! Sehr gut. Geräumt. Das wollte ich nämlich ursprünglich machen. Mit dem Gift. Alle treffen, während sie chillen.
Aber gut. Sie sind ja nicht großartig ausgewichen, von daher war es letztendlich egal. Hier ist noch was. Ah, die haben auch gerade gegessen. Okay. Ich bin schon satt. Blöder Busch. Ja, stell ruhig mal was her. Ich habe eh zu viel von allem. So, jetzt muss ich wieder zurück zu dem Typen. Kann er alleine gehen oder muss ich den herschleppen? Weil die Wölfe zu besiegen, das war ja okay. Das habe ich schon verstanden, aber... Fände ich jetzt lame, wenn ich einmal hin muss, zurück und den dann nochmal hertragen oder so. Wo war der her? Ja. Hier irgendwo rechts. Aber ich muss rein, sonst komme ich nicht über den Zaun. Und es sind keine Gegner da, die mich stressen. Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Mann. So. Ja, ist sicher. Hier. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolenvisier, hallo! Wird ja automatisch dran gesetzt. Okay. Ich denke, der Zoom ist jetzt besser. Und gut, dass er alleine hinlatscht. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und im nächsten Part, also Baba Yaga, wie gesagt, da will ich eigentlich nicht hin. Hier, dann brauche ich, denke ich, keine. Danke, weiß ich. Habe ich schon erledigt. Der DLC, soweit ich weiß, soll man ihn jetzt noch nicht machen. Ich informiere mich nochmal, wann man ihn am besten machen sollte, weil man braucht irgendeine Waffe oder so, um voranzukommen. Und ich will den jetzt nicht irgendwie zur Hälfte, ein Drittel machen und dann wiederkommen und den Rest machen. Deswegen, wie gesagt, ich informiere mich und dann geht's weiter. Weil hier ist ja auch noch einiges los. Also bis dann. Ciao.